Ja, Freunde von guter Videospielunterhaltung, ich bin's wieder, euer Heisenbär, hier auf dem Kanal der Gamerbärenbande. Und wir sind hier mitten in The Order 1886, ein PS4-Exklusivtitel, der schon vor einer ganzen Weile rausgekommen ist. Und der letzte Part war ja relativ düster und ich denke, genauso düster geht's jetzt auch weiter, denn es scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Wir sind gerade im Keller und müssen ein Irrenhaus durchsuchen. Denn wie ein Krankenhaus sieht das hier nicht aus, wenn man sich mal diese Zellen anguckt. Ja, ein Irrenhaus darf in fast keinem Shooter irgendwie fehlen. Vor allem nicht, wenn es mit irgendwas Mystischem zu tun hat. Filmsequenz, ich bin lieber mal still, bevor jetzt irgendwas Geiles passiert. Sind wir jetzt allein mit diesem blöden Lykanthrop ohne Waffe? Uncool. Verzieh dich, verzieh dich! Oh oh. Oh ja, ich habe das Falsche gedrückt. Ich habe nicht R1 gedrückt und ihr habt gesehen, was passiert ist. Er hat uns ganz schön drüber zerquetscht. Ah, neuer Versuch. Und nochmal eine Salve. Ne, er haut ab. Und wir schießen auch nicht weiter auf ihn. Wir lassen ihn einfach gehen. Es gibt ein Problem. Finde Igraine. Wenigstens hat er uns eine Waffe da gelassen. Oh, da war eine Kette, hat sie einfach mit zerbrochen. So, wo ist dieses Biest? Jetzt machen wir wohl Jagd auf dieses Ding. Ja, ich bin's, Izzy. Ich habe dich verloren. Wo bist du? Triageraum. Hier ist dein Ziel. Ein Älterer. Älterer? Hier? Das ergibt keinen Sinn. Das war wohl so ein Babo-Werwolf. Das Halbblut ist verletzt und er ist noch blutlos. Kriegst du das Tor auf? Ich versuch's. Versuch es irgendwie aufzubrechen.
Ich räume den Schutt hier weg. In Ordnung. Oha. Autsch. Das hat uns wehgetan. Ah, wir können ausweichen und dann kriegt er noch einmal rein. Au, 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 au. Au. Machen wir lieber mal schnelle Angriffe. Und wir können wieder den Angriff landen. Toll, jetzt ist unser Messer auch noch weg. Und in die nächste Runde. Ah, Mist. Nochmal. Jetzt aber. Ui, da war was zum Aufheben. Und statt es aufzuheben, lasse ich mich beißen. So, jetzt aber. Toll, das hat's voll gebracht. Au. Wieso schlägt er nicht mehr zu? Ah, jetzt. Oh, fuck. Uncool, uncool. Izzy! Izzy! Bleib bei mir! Komm schon, Izzy! Komm schon, Izzy! Trink! Gray, es tut weh. Easy, alles wird gut. Viel länger halte ich das nicht durch. Nicht dieses Leben. Nicht anstrengen. Wir verdienen was Besseres. Du und ich, gemeinsam.
etwas Besseres. Hey, sie! Schon wieder diese Frau. Greg, die Station. Nach links, da ist etwas, das du sehen musst. Was ist es? Was haben die Rebellen vor? Ruh dich aus, Liebes. Boah, was für ein geiler Kampf und ich dachte echt, sie stirbt, ne? Als sie ihr so das Genick gebrochen hat, oder zumindest das Rückgrat so ansatzweise, es hat halt echt ziemlich krass geknackst, ne? Halt L2, um genaueres anzusehen, okay. Schauen wir mal. Da ist was. Ich verstehe kein Wort. Ein Foto von Lord Hastings. Ein Foto von Lord Hastings. Ist das nicht einer aus dem Orden? Ah nee, das war der von diesen Zeppelinen, ne? Der hat so in der einen Sequenz gesagt, dass die irgendwie jetzt damit toll reisen können oder irgendwie sowas. Reisezeppeline oder irgendwie sowas macht er doch. Die East Trading Company führt er doch an. Die Frachtliste der Agamemnon. Die ganze Fracht ist für Amerika bestimmt. Okay, aber was ist es? Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas noch verpasst? Da waren wir schon. Heißt, wir gehen mal weiter nach hinten. Ah, da ist zum Beispiel wieder was. Nix. Was haben sie denn mit dem gemacht? Der arme Kerl ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Er wurde bestimmt erst gefoltert. Alter. Was das denn immer für eine Heil... Was sind das denn Schuh denn immer für Heilanstalten, ne? Was ist denn los mit euch? Da wundert man sich noch, warum Menschen heutzutage so ein falsches Bild von Klapsen haben, ne? Wenn man in jedem Shooter sowas sieht. In Tief hatte man fast das gleiche. Es war auch so ein Psychoszenario in der Anstalt. Es gibt so viele Psychoszenarien in der Anstalt. Das Indian-Uniformen. Ohne Ringe oder Abzeichen an den Ärmeln. Das muss es sein. Es bietet sich natürlich auch super an. Was haben wir hier? Muss wichtig sein. Oh, was zum Anhören. Drücken wir mal Optionen und Archiv. An alle Vertreter der südlichen Gruppen. Wir werden uns in den nächsten Wochen versammeln. Vorladungen und weiterführende Anweisungen werden an die entsprechenden Orte weitergegeben. Es sollte beachtet werden, dass bezüglich einiger Mitglieder von Seiten der Polizei und der königlichen Armee Nachforschungen angestellt wurden. Letztere ist besorgniserregend und sollte nicht leicht genommen werden.
Daher rate ich allen, im Umgang mit neuen Bekanntschaften vorsichtig zu sein. Obwohl wir uns auf den Orden und seine Reihen konzentrieren sollten, schlagen wir vor, dass ebenfalls Informationen zur neu organisierten Rebellion gesammelt werden. Ihre Lager erscheinen zu gut verwaltet und koordiniert, was auf eine Aufsicht oder Hilfe von außen deutet. Das würde auch ihren plötzlichen Wiederaufstieg erklären. Da ist, glaube ich, gleich noch so ein Teil. Hören wir uns das auch gleich an. Ich will ja nicht, dass euch was entgeht. Schlaf, mein Kind, in sanftem Frieden die ganze Nacht. Edle Ritter schickt der König die ganze Nacht. Die Zeit zum Träumen naht herbei, Berg und Tal im festen Schlummer. Meinen Liebsten steh ich wache die ganze Nacht. Okay, jetzt reicht's. Das ist ja echt fad. Das kann euch ruhig entgehen. Guck mal lieber, was hier noch ist. Vielleicht ist da ja was Wichtiges. Nee. Auch hier schmeißt einfach mal wieder einfach nur alle Bücher um. Und geht dann wieder raus. Hauptsache für Unordnung sorgen. Hier gibt's nichts mehr. Habe ich irgendwas verpasst? Ah, die ist wieder wach. Komm, Izzy. Ich helfe dir hoch. Ganz langsam. Wie lange war ich weg? Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Galahad, wo in aller Welt hast du gesteckt? No. Percival, wir könnten ein ziemliches Problem haben. Was geht? Zuerst ruf Nicola. Wir brauchen Waffen. Die Rebellen haben die psychiatrische Anstalt als Versteck und Ausbildungsgelände verwendet. Es gibt Hinweise, die eine mögliche Bedrohung der Vereintes Indien Company andeuten. Und Lord Hastings. Ich sag's dir doch, mir geht es gut. Du brauchst noch Zeit, um dich zu erholen. Ganz sicher, Gray. Mir geht es fantastisch. Wirst du irgendwann einmal einen meiner Ratschläge befolgen, Izzy? Du kennst die Antwort auf die Frage. Aber zuerst bräuchtest du Vaters Segen. Mein Freund Galahad. Nun, Marquis, sind Sie gar nicht um mein Wohlergehen besorgt? Oh, Mademoiselle, ich habe keinen Moment gezweifelt, dass Sie es den Schurken zeigen würden. Das Gleiche kann man von Ihrem galanten Ritter nicht behaupten. Kein Wort zu niemandem, Nicola, ist das klar? Wie Sie wünschen, das ist sehr riskant. Was habe ich gesagt, Monsieur? Wir hätten euch fast schon aufgegeben. Wir wurden länger aufgehalten. Kommt, uns bleibt nicht viel Zeit. Sir, das hier ist auch für Sie. Es sollte alles funktionieren. Vielen Dank, Nicola. Und die andere Waffe? Ah, ja. Sie liefern immer auf den Punkt, Nicola. Percival, für dich. Vielleicht brauchst du die bald. Die Agamemnon, wie ist ihr Status? Sie hat bereits abgelegt. Unterwegs nach Portsmouth, ihrer letzten Station, bevor sie nach Amerika aufbricht. Und das Sicherheitspersonal an Bord? Wurden sie vor der Bedrohung gewarnt? Soweit wir wissen, könnten die Verschwörer die Wachmannschaft infiltriert haben. Wir müssen das klären, ohne Verdacht zu erregen. Der Rat sollte über die Situation informiert werden. Wir können es uns nicht leisten, den Rat um Erlaubnis zu bitten. Wir müssen an Bord dieses Schiffs. Wie schlagen Sie vor, soll das gehen, Mon General? Sie ist bereits in der Luft. Das dürfte leicht sein. Du liest Gedanken.